Hallo, ihr Weihküken und ihr kleinen Rostbäuche und herzlich willkommen auf meinem Roasting-Kanal zu einem weiteren Roasting-Geschmackstest. Ihr wisst ja, um was es geht. Und zwar habe ich da was im Penny entdeckt. Von der Marke Hein. Die American Rib Hacksteak mit Burger Ketchup Dip. Sind 190 Gramm drin, kosten 1,99 Euro. Saftiges Schweinefleisch, Ribhacksteak mit Käse und Salami im Brödle. Und dazu gibt es auch noch selber hier der Ketchup, der ist noch extra dabei. Gibt auch noch als Chicken, aber ich habe mir jetzt nur für das entschieden. Wir testen mal. Ich bin ja, habt ihr das schon mal probiert? Normalerweise kommt es ja von Mike Mitchells, aber diesmal von der Firma Hein. Da sind wir mal gespannt, ne? Oh, oh, was sehen meine entzündeten Augen hier? Der gute Ketchup von Devillé. Oh, oh, Devillé Tomate Ketchup. So sieht das Teilchen aus. Wir klappen mal auf. Oh. What? Nicer Dicer. Ich mache das jetzt mal in die Mikrowelle und danach machen wir hier den Ketchup drauf. Spuck das jetzt in die Microwave. Machen wir das mal kurz da rein. American Style hat pro 100 Gramm 320 Kalorien. Aha. Knapp eine Minute in der Mikrowelle und das Teil ist gut. Ne? Ich meine, so sieht das schon witzig aus hier mit diesem. Ist halt voll gepresst, ne? Aus der Maschine. Ich bin ja echt mal gespannt, Leute, was das gibt. Hein blöd, ne? 60 Sekunden. Noch klein zwingle. Da können wir schon mal den Ketchup aufmachen. Aber dass die den Devillé benutzen, das finde ich nicht schlecht. Ich habe jetzt gedacht, dass er so 0815 Ketchup ist und Devillé ist ja gar nicht gerade billig, ne? Ich finde Devillé ja gut, vor allem der Curry Ketchup von Devillé ist mega geil. So. Oh. Hot, es qualmt. Dann machen wir das Teilchen mal hier, klappern wir mal auf. Kriege ich das? Ah, da mache ich nämlich, oh. Verteile mal jetzt mal schön unten den Ketchup. Auch schön, das finde ich echt klasse. So sieht's aus, ne? Hat auch ganz schön Gewicht. Und jetzt machen wir da oben noch die Ketchup drauf, Leute. Leute. Da bin ich jetzt echt mal gespannt. Also es sieht schon mal vielversprechend aus. Auch wenn die Form ein bisschen schmunzeln lässt. So, Deckel schon drauf. Und fertig ist der kleine Rib Burger American Style. Dann würde ich sagen, mal kurz rein in die Kauleiste. Ist halt ein schönes Sesambrötchen, das halt in der Mikrowelle immer ein bisschen lapprig wird. Dieses Fertigfrikadellenfleisch
und Ketchup. Was jetzt daran American Style sein soll, keine Ahnung. I don't know. Aber man kann es essen für 1,99 €, wenn man mal schnell Hunger hat, so kurz, keine Zeit, ab in die Mikrowelle. What else? Also besser dann noch wie hier überteuertes Fastfood, Burger und so Zeug. Da kann man sich auch sowas gönnen. Das Fleisch, keinerlei Gewürze. Kaum Sa zu wenig Salz für mein Empfinden und ziemlich geschmacksneutral. Der einzige Geschmack kommt von vom Ketchup. Und that's it. Aber was willst du erwarten, oder? Kommt natürlich nie, nie an meine Burger dran. No. Aber ich muss ja auch was testen hier auf dem Kanal, ne? Und immer selber Burger machen, kostet halt ein Schweinegeld. Ich als Rentner, wisst ja, ne? Da ist man halt immer auf die Hilfe von anderen angewiesen, die ich auch bekomme. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Weil ohne das wird es das alles ja nicht geben, ne? So, rein damit. Komisch immer nur, wie schnell das Zeug aufgegessen ist, oder? Weil es halt einfach nichts darstellt groß. Es hat keinen Körper. Es ist so, man hat was gemacht, aber da fehlt alles. Da fehlt die Liebe, Gewürze. Bisschen ja, die Hackmasse zubereiten mit Gewürzen, die man dann auch beim Erwärmen schmeckt, die dann sich entfalten können. Das fehlt an diesen ganzen Fertigburgern, wo man sich kaufen kann, dass das Hackfleisch einfach so fad und geschmacksneutral ist. Da gehört ein bisschen Wumms dahinter. Da reißt auch der gute Demelé-Ketchup nicht aus. Ich hätte mir jetzt da gewünscht, vielleicht so von Demelé der Curry-Ketchup oder zumindest mal eine Barbecue. Aber 0815 Ketchup, auch wenn es der von Demelé ist. Kommen wir zur Punktevergabe. Für die Heinz, das Beste vom Besten, American Ribs, Hacksteak, Best Food in Town mit Burger Ketchup Dip. Von 10 möglichen Roasting-Geschmackspunkten gebe ich dem Heinz American Rib Steak hier, weil der Preis so fair ist. Sagen wir mal 3 Punkte. 3 rostige Geschmackspunkte. Mehr ist leider nicht drin. Das Brötchen ist noch gut. Das gibt einen Punkt. Der Preis ist fair. Und man hat was Schnelles zum Essen, wenn man Hunger hat. That's it. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Und wir sehen uns dann im nächsten Geschmackstest wieder. Macht euch selber einen Burger und Sattelüner bereit nach Texas. Yeeha! In diesem Sinne, tschö, euer Rosti. Thank you. Bye.